Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Wasteland. Wir starten mal wieder rauf. Ich habe gestern Abend tatsächlich noch die letzten anderthalb Stunden, die wir noch hatten vom Stream, noch gestreamt. Je nachdem, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht. Bin jetzt gerade aufgestanden, weil ich nehme es mittlerweile immer kurz vor der Arbeit auf. Halt morgens. Weil ich mal abends irgendwie so richtig müde bin. Und ja, habe ich immer keine Lust dazu. Und solange ich Spätschicht habe, geht das halt. Und wir haben gestern ein bisschen was gemacht. Auch in Richtung Thaumcraft. Und zwar habe ich kleine Kristalle gemacht hier unten. Oh wow, das war echt gar keiner online. Ich hätte das nämlich durchlaufen sollen. Egal. Wir haben hier nämlich ein paar Victus-Kristalle, weil ich jetzt heute mit euch einfach mal ein bisschen Fleisch vermehren will. Einfach weil wir es können. Und dafür hatte ich halt ein paar Victus-Kristalle vorgesorgt. Ich hätte das andere Glas durchlaufen sollen. Aber war halt nicht geladen, weil keiner da war. Schade, schade. Egal. Das werden wir wohl überleben. Haben wir denn überhaupt noch rohes Fleisch, ist das Ding? Essen. Da, wir haben tatsächlich noch rohes Schweinefleisch. Das können wir ja vermehren, richtig? Schweinefleisch? Ja, das Schweinefleisch. Wie viel Victus brauchen wir nochmal? 3. Richtig, da steht 3. Was mich mal interessieren würde, das ist ja nicht, das ist ja nur Wissreduktion, ne? Okay. Ja. 3-mal Victus rein. Und dann das Fleisch. Ui. So. Das sollte ja recht easy zu machen sein. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich hau einfach mal 4 Stück rein, um sicher zu gehen. Und dann gucken wir mal. Ach man. Ist ja Victus, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Schweinefleisch. Ja, tatsächlich. 3 Stück brauchen wir nochmal. 1, 2. Schweinefleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fleisch und Fleisch. Wie man sieht, können wir so aus dem Nichts einfach Fleisch erschaffen. Das ist doch mal genial. Klar, es kostet auch einiges, weil dieses Victus muss ich auch erstmal sammeln. Dafür haben wir Blumen genommen. Weil Bone Meal können wir unendlich viel besorgen. Dann habe ich halt Bone Meal hingesetzt und die Blumen gepflückt. Und das habe ich dann hier reingeschmissen. Und davon haben wir dann Victus genommen. Aber... ah, so kann man sich Fleisch aus dem Nichts erschaffen. Das ist schon mal cool. Zack, zack, zack. Und zack. So, und jetzt haben wir statt einem Fleisch 15 Fleisch. Einfach mal so. Hier, das können wir später für Balance Shards benutzen. Das ist ja das Schöne, wir haben jetzt die Möglichkeit, die ganzen Kristalle zu nehmen und dann reinzuschmeißen und dann hast du nie wieder irgendwelche Stoffe übrig. Das ist schon mal was sehr Cooles, muss ich sagen. Oh ja. Das Ding ist auch, Leder brauchen wir eigentlich zwischendurch mal. Wie hat man denn zum Beispiel Leder hergestellt? Hier sieht man zum Beispiel kein Leder. Aber man konnte halt hier Leder herstellen. Und das ist mit, warte. Das war... mit Ordo, Bandage und Fabrico. Weil ich werde das hier dann zu Leder machen.
Ordo, Bandage und Fabrik, okay. Ja, hier haben wir noch ein bisschen. Die hatte ich schon alle gescampt. Ne, Lehmgolems habe ich noch nicht gescampt. Gescampt vor allem. Die habe ich schon, okay. Das heißt, wir brauchen noch Fabrico und Panos als kleine Kristalle. Was zum... Ich kann die Köpfe gerade nicht zuordnen, um ehrlich zu sein, weil ich die Leute hier so selten sehe. Warum ist hier ein Friedhof? Ich habe Angst. Wieso ist hier ein Friedhof? Okay, wir haben jetzt hier schon Panos. Panos haben wir schon, okay. Das heißt... Moment. Lux mal eben da hinstellen. Wir brauchen jetzt noch Fabrico. Also den Hammer. Hier, diesen hier. Aber nehme ich lieber das große Glas. Zack. So, dann habe ich nämlich, Ordo habe ich ja hier welche. Dann haben wir Panos. Sobald das hier gleich fertig ist, kommt dann hier von Fabrico was raus. Und dann können wir nämlich daraus später mal Leder machen. Das tue ich mal eben hier mit in die Kiste, damit ich das nicht vergesse. Nur das werden wir jetzt heute leider nicht mehr tun können, weil das jetzt halt über Tag, während ich halt bei der Arbeit bin, ist hoffentlich mal jemand online. Hallo? Ja, ist empty, ist klar. Man kann in der Zeit nämlich Fabrico hier durchschmelzen. Und dann hätten wir halt alles. Dann könnten wir wenigstens ein bisschen Leder machen. 18 Stück wenigstens. Oder wie viel braucht man dafür? Ja, immer eins. Dann können wir ein bisschen Leder herstellen. Okay. Das ist schon mal was Gutes. Und ihr seht hier zum Beispiel, Eul haben wir ganz viel bekommen durch die ganzen Blumen. Aber so andere Sachen haben wir halt immer noch recht wenig. Die könnten wir eigentlich trotzdem mal durchjagen dann. Haben wir denn noch... Ah, Bestia und Panos wären wir gar nicht so dumm. Cognito. Ja, was kriegt man denn hier raus? Achso, Strohballen habe ich noch gar nicht gescannt. Nur Heu wohl. Ah, okay. Davon haben wir ja was. Haben wir noch irgendwo normale Federn, ist die Frage. Hier, wir haben ein Leder. Wow. Haben wir noch irgendwo Hühnerfedern? Ich glaube tatsächlich nicht. Den können wir mal scannen. Ja. Wir haben tatsächlich keine Hühnerfedern. Aber haben wir bestimmt hinten. Oh, ein Fisch ist auch lebend drin, sehe ich gerade. Wahrscheinlich alles, was so lebendig ist, so mit Tieren und sowas, ne? Da ist wahrscheinlich überall Leben drin. Dann haben wir doch bestimmt Hühnerfedern hier hinten. Aber ich könnte auch mal sagen, hier meine Level rein. Keine Hühnchenfedern. Wir schlachten momentan keine Hühner mehr, ne? Die kann ich auch zu Eiern machen, die auf jeden Fall
was droppen. Was kommt da raus? Spiritus? Aber ich will eigentlich keine Gasträne verbrennen. Ach, wir haben eine extra Wollkiste, deswegen war das da nicht mehr drin. Ja, schade, wir haben keine Fidis mehr. Können wir den eigentlich auch scannen? Ja. So, die wahrscheinlich auch. Das sind so Sachen, die... Sollte man sich eigentlich angewöhnen, sofort zu scannen, aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Da ist Lucrum drin. Aber wir haben so viele Münzen. Komm. Ich werde davon jetzt einfach mal was verbrennen. Wir haben so viele. Immer gefunden. Und wer benutzt die sonst außer mir und Flu? Sonst macht ja keiner Thorncraft. Dann kann ich auch einfach mal ein paar Münzen verbrennen. Brennmünzen, brennen! Ja, Lucrum. Haben wir Lucrum eigentlich schon? Nee, ne? Dürfte tatsächlich neu sein. Gut. Das heißt, ich werde jetzt einmal ein Glas nehmen und einmal ein Schild. Und das Glas werde ich dann hier unten hinstellen. Dann werden wir einmal kurz schlafen gehen. Und wieder runter. So, wie viele Münzen... Oh, du hast schon alle verbrannt? Ernsthaft? Alle? Ja. Dann lass mal reinfließen. Ja, okay. Es ist jetzt auch tatsächlich alles unten reingegangen. Das ist schön. Man kann die Gläser so schnell abbauen, das ist so schön. So, Lucrum wird dann hier hingesetzt. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen was. Panos haben wir nur noch 16 und Bestia haben wir 49. Und das andere war... Nee, ich glaube, Panos war ja das mit Strings, richtig? Ja, Panos. Ja, komm, dann verbrennen wir noch ein paar Strings. So, und Bestia ist da und Panos ist dann wahrscheinlich da, ne? Ja. Panos. Hier hinsetzen. Bestia. Hier hinsetzen. Das wird aber nicht reichen. Ich werde noch ein neues Glas mit Bestia machen müssen. Wahrscheinlich auch noch neues Panos-Glas. Aber das ist ja gar kein Problem. Das wird jetzt einmal in Ruhe geschmolzen. So. Mehr will ich gar nicht. Das wird jetzt alles nach oben geschifft. Das ist immer so das Ding, wenn man jetzt Sachen mit zwei Essenzen drin hat, ist das ein bisschen schwer. Oder mit mehr Essenzen, das ordentlich unten zu benutzen. Aber das kriegen wir schon in Herber, ne? Ja. Immer dieses Herber. Genau, hier können wir mal eben noch weitermachen. Das habe ich nämlich beim Stream angefangen. Und dann habe ich Essenzen und sowas gesammelt, weil wir hatten überhaupt keinen R mehr. Und ihr seht, jetzt habe ich zum Beispiel wieder 53 R. Dementsprechend seht ihr ja, habe ich halt ein bisschen was gemacht. So, das mal eben ausschalten. Maschine. Das ist dann 2, 4, 5. Find Combination. So, Ordo. Motus. Dann R. Volatus. Und wieder Motus. Ist mit R und Ordo. Da können wir mal ein bisschen was herstellen von. Das haben wir immer wieder gebraucht. So. Mortus. Und dann von Maschina zu Aqua. Mit 2, 4, 5.
ist Victus. Dann das Blatt. Dann die Erde. Dann Tutamen. Entschuldigung, meine Hand ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Und dann Instrumentum. Zack. Genau, jetzt haben wir dieses Corrychafe-Wett. Wer ist das? Das ist doch das, was Fru hat, oder? Damit kann man sich heilen einfach mal. Ach so. Close to mastering life itself. Ja, natürlich, wir können Sachen klonen. Ja, ist klar. Wie cool ist das denn? Das müssen wir unbedingt mal machen. Oh, wie cool. Raus und raus. Genau, Bestia ist jetzt voll. Und... nächstes Bestia-Glas. Na, Panos ist schon leer. Okay. Habe ich nämlich mal ein paar bisschen Panos. Und Bestia ist leer. Okay. Ach, wie cool. Wir können einfach klonen, wenn wir wollen. Hm, aber dann halten sie uns echt recht für eine Hexe. Wenn wir anfangen, Sachen zu klonen, glaube ich. Egal. Ihr müsst nämlich wissen, dass sie mich alle im Stream beschuldigt haben, eine Hexe zu sein. Was nicht sehr nett ist. Aber wir sind keine Hexe. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Gott, oh Gott. Dann natürlich vom Zauberstab müssen wir wieder zu dem Herzchen. Und da haben wir 2, 3, 4, 5. Das Krösel. Der Blitz. Der Grabstein. Das Leben. Der Geist. Dann sagen wir mal... Perdicio zu Bestia. 2, 4. Dann haben wir einmal der Tod. Dann haben wir den toten Kopf. Dann haben wir nochmal den Tod. Und dann haben wir das Stückchen Fleisch. Und dann rüber zu Fabrico mit 5. Haben wir mit Instrumentum Ordo, Motus und dazwischen kommt Volatus. So, zack. Create Infusion. Oh mein Gott. Ja, hier können wir wahrscheinlich, ne? Holololololololo. Ja, also da, wie ihr seht, das ist alles ein bisschen gefährlich, hier gefährlich. Dafür müssen wir auf jeden Fall eigentlich, unsere Infusion besser ausbauen. Und dann können wir uns mal hier ran machen.
Sachen zu klonen, Alter, mal. Alter, Leute, wir können einfach mal Tiere klonen. Kann man sich selber auch klonen? Keine Ahnung. Damit werden wir uns auf jeden Fall noch beschäftigen, Leute. Dann haben wir bald, machen wir aus einem Tier zwei. Mal schauen, wie das alles so funktioniert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.